Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum gestern angekündigten Real-Life-Gameplay. Wir haben links den Olli mit der Takasu und rechts meine Wenigkeit mit Absan. Und ja, Ollis Liste. Jeder drückt jetzt bitte auf Pause, die sich Ollis Liste gestern nicht angeguckt haben. Da sage ich jetzt nämlich nichts mehr zu. Rechts, ich spiele eine relativ Standardliste. Wir haben auf jeden Fall eine Karte ausgetauscht. So viel kann ich verraten. Die hat sich nicht bewährt. Falls da mal was relevant wird, reden wir darüber. Aber ihr seht, normaler Bild. Zwei Tasigurs, drei Us, drei Rhinos, vier Golfs. Vier Removal, Painful Truths, Discard, Lingering Souls, Liliana und die üblichen Länder. Also ich denke, das ist eigentlich Standardbild. Also wir wollten so gegen Tier 1 mal gucken, was geht. Wie gesagt, Olli mit der Liste noch ohne Tamogoyf in der leicht budgetierten Version, vorsichtig gesagt. Und wir steigen jetzt auch einfach mal ins Spiel ein. Wir sehen, der Olli hat bereits gefetcht. Für 3 auf dem Stomping Ground könnte man natürlich Eröffnung sehen. Wild Nakatl, Swift Spear Goblin Guide, Experiment 1, also da kommt auf jeden Fall was. Es ist das Experiment 1, also das wird immer stärker. Wir schauen mal auf meine Hand. Ich fetch Turn 1. Ja, jetzt habe ich mir tatsächlich den Rest der Hand nicht angesehen. Ich fetche auf Basic Swamp. Man sieht natürlich auch an dem Matchup, gegen was man spielt. So irgendwas Burn-lastiges. Man will aufpassen mit seinen Lebenspunkten, nicht die ganze Zeit schocken auf jeden Fall. Und ich eröffne mit einer Inquisition of Kozilek. Sehe Gorklan Rampager, Lightning Bolt, Land, Swift Spear, Atakas Command. Da ich noch genug Removal habe, nehme ich hier den Swift Spear. Ich nehme den Swift Spear und mein Removal für das Experiment 1. Dann weiß ich, dass Olli keine Kreaturen mehr hat, bis auf den Gorklan Rampager. Gegebenenfalls, aber ich habe noch nie gesehen, dass er ihn gecastet hat. Dann haben wir Atakas Command, was jetzt nicht wirklich gefährlich ist, auf leerem Board später und halt ein Bolt. So, da kommt auch der Angriff für 1, beziehungsweise für 5. Gorklam Rampager draufgeschmissen, ich gehe auf 14. So, ich habe auf der Hand Golf, Lingering Souls, Land, Land, Abrupt Decay, Lingering Souls, würde ich sagen. An der Stelle könnte man den Golf legen, dann nimmt man zusätzlichen Schaden, falls aber sowas wie Pass to Exile kommt. Der Golf ist nämlich 3, ja doch, der ist 3-4. Aber ich habe hier noch das zweite Basic. Entscheide mich dafür, alle Kreaturen einfach zu töten. Ich habe ja das Abrupt Decay, kann dann nächste Runde Lingering Souls machen. Turn 4, irgendwie Golf plus Lingering Souls Flashback. Und dann ist das eigentlich schon ganz sicher, die Sache, aus Absans Sicht. Da kommt ein Goblin Guide. Er gesellt sich dazu, triggert das Experiment 1. Schmeißen wir noch den Würfel nachträglich drauf. Das 2-2, Goblin Guide Trigger. Findet das Land. Wunderbar. Standard. Goblin Guides lieben mich. Ich bin ein großer Goblin-Freund. Die geben mir immer die Länder. Und ja, nachdem der Trigger abgearbeitet wurde, abrupt decay ich das Experiment 1 und kriege 2 Schaden vom Goblin Guide. Wir gehen auf 12. Ist immer noch eine akzeptable Lebenspunktestand. So, jetzt schauen wir mal. Ich fetche. Wahrscheinlich auf Basic Plains. Man spielt ja eine Plains, ein Forest, 2 Swamps. Da habe ich alles, ist eigentlich ganz entspannt. Möglichst wenig Lebenspunkte verlieren, ist natürlich hier die Devise. Und ja, da ist die Lingering Souls. Wollen wir mal die Blocker aufbauen. Lingering Souls sind halt auch immer nicht ganz so geil mit Removal zu töten. Da werden gleich die Tokens reingeworfen. Also bedenkt, die Lingering Souls, die Karte, die ist dementsprechend im Friedhof. Ich kann sie noch einmal flashbacken. Da wird sowas Tolles angeworfen wie eine Hülle. Habe ich dankend abgelehnt. Ich bin ja höflich. Aber da kommen gleich noch Tokens. Daran erinnere ich mich. So, wir sind in Ollis Zug. Da kommt der Angriff. Erstmal der Trigger. Gavinny Township. Goblin Guides lieben mich. Wie gesagt. So, das sind zwei schöne Tokens. So, das sind unsere Spirits. Es ist ein Togepi, glaube ich. Und ein Pipi oder sowas. Ja, mache ich einfach mal den Doppelblock. Und da hatte er den Gorklam Rampager nachgezogen, heißt 4 Trampeln drüber. Gierig. Aber ihr seht, Deck baut Druck auf und Gorklam Rampager für Trampelschaden als auch Rancor ist halt echt gut in dem Deck. Haben wir gestern im Deckcheck nicht so drüber geredet, aber gerade gegen so Lingering Souls Sachen ist das schon gut. So, was legen wir dazu? Die Township. Als ungetapptes Land, Flashback, Lingering Souls. Ah ja, das ist der Zug, den ich eben so angekündigt habe. Plus Tamogolf, das sollte erstmal safe sein. So, der Golf ist Land, Instant Sorcery, Creature. Der ist 4-5. Da haben wir auch den... Oh, Olli. Ah ja, da hat er gelernt. Immer wenn ich Leute mit Tamogolf spielen sehe, bitte legt keine Würfel auf den Tamogolf, weil das repräsentiert meistens sowas wie Marken. Und normale Spieler denken dann, der Golf wäre 8-9 oder so, wegen Marken.
Aber wir haben ja so einen Tarmogoyf-Würfel extra gemacht. Also 4-5 ist der Tarmogoyf, liegt da jetzt zwischen den Lebenspunkten. 4-5er Golf plus die beiden Spirits, das ist schon mal safe. In der Hand haben wir noch eine Lingering Souls, glaube ich. Glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Land. Ah, schwer zu sehen, naja. Endstep fetcht der Olli noch auf einen getappten Stomping Ground. Ja. So, schauen wir mal. Gucken wir auch mal ihm in die Hand gucken können, was er da macht. Jetzt wäre der Godland Rampager natürlich dementsprechend gut. Gegen den Golf. Pastor Exile wäre stark. Hat er 3 im Main Deck. Das ist der Grund, habe ich gestern ja auch gesagt. Manchmal braucht man einfach ein Pastor Exile, um sowas wie Tarmogoyf auf den Weg zu räumen. Genau das passiert hier gerade. Gibt er den Zug ab? Das wäre schon mal schön. Das erste Mal durchatmen für mich auf 7 Leben. Er braucht mindestens 3 Burn-Spells, um mich da zu töten. Ich würde ungerne fetchen an dem Punkt jetzt, also nicht auf 6 fetchen. Angriff! Dann Trigger erstmal. Land, Standard, Goblin Guide, Digga. So, okay, der Goblin Guide kann mit dem letzten Gorkland Rampager, wenn Olli alle 3 ziehen würde, wäre er 6-6, dann müsste ich Triple blocken. Ich weiß, er hat den Lightning Bolt auf der Hand, sprich, ich weiß, ich kann Goblin Guide plus Lightning Bolt gegen meinen Tarmogoyf tauschen. Ich kann natürlich doppelblocken mit den Lingering Souls. Dann kann er einen Token rausbolten, dann tauscht er halt 2 Tokens gegen den Bolt und der Goblin Guide überlebt. Aber ich will auf jeden Fall den Goblin Guide jetzt vom Board haben, ganz wichtig, weil ich weiß nicht, also jetzt kann eigentlich Olli nur noch niedrige Kreaturen ziehen, alles. Jetzt sind wir halt an dem Punkt mit unserem Absan-Deck, wir mussten halt sehr defensiv spielen, klar, gegen Argo-Decks nimmt Absan immer eher die Control-Rolle ein, sprich, wir versuchen erst alles zu zerstören und dann einfach mit unseren 4 besseren Karten einfach dann das Spiel zu gewinnen. Da habe ich heute gerade unsere Secret-Tech-Karte gezogen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißt, irgendwas mit Unmaking, dass die 3 Mana des oder Exile oder Destroy, Target Non-Land Permanent, you lose 3 Life, wollten wir mal testen. Ist in dem Matchup natürlich schlecht, aber wir haben uns am Ende auch dagegen entschieden, die Karte irgendwie weiterzuspielen. Ist halt ein schlechter Maelstrom-Puls. So, ich greife an mit meinen Tokens, cast hinterher noch eine Lingering Souls, sofort mit Flashback. Ich weiß, Olli hat kein Mass-Removal im Deck und an dem Punkt sind wir da schon mal relativ safe. Besonders, weil, ganz wichtig, der Angriff jetzt eben, Olli ist auf 12, wir haben 6 Spielsteine und eine Gavinny Townstrip im Spiel. Wir haben quasi Lethal on Board. Gavinny Township aktivieren. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Auf jeden Fall haben wir dann 12 Power. Alles gut. Ja, bin gespannt, was Olli macht. Ich glaube, er rechnet gerade. Ich glaube, er hat gerade das Township entdeckt. Beste Karte on board gerade, das Township. Wir wissen, er hat Atakas Command auf der Hand. Nakatl. Und Bushwhacker. Dann haben wir gewonnen. So, das Nakatl ist 4-3, der Bushwhacker ist 2-1, das sind 6. An dem Punkt weiß ich, Ollis letzte Handkarte ist ein Attackers Command, sprich, er kann auf gar keinen Fall mehr eine Karte casten. Ich kann den Schaden locker einfach so nehmen, ganz easy. Ich gehe auf 1, mache meinen Draw, dann aktivieren wir für 4, ich brauche da gar kein Land mehr, die Gavinny Township, Angriff für 12. Boom! Das war das 1-0 für Absan. Also, ja, für die Leute, also ich weiß nicht, also wie viel lohnt sich noch über Absan zu sagen? Ich denke mal, gut, je mehr Infos, desto besser. Ganz typisch, ähnlich wie bei Jund, sind sehr flexible Decks, die einfach sehr viele verschiedene Sachen machen können. Absan ist natürlich die etwas midrangigere Version, so ein bisschen mehr Richtung Good Stuff als Jund. Jund ist da definitiv das schnellere Deck. Und in der Regel übernehmen beide Decks aber gegen sehr aggressive Decks eher die Control-Rolle und eben gegen Control-Decks die Aggro-Rolle. Und ja, wir sehen da das Sideboard. Ich habe die Sideboards auch mal eingeblendet. Links bei Olli sehen wir Stony Silence, Kataki, Dromoka, Pass, Helix, Ancient Garage, Unflinching Courage, Core Firewalker. Da ich mir nicht sicher bin, wie genau das Deck da
arbeitet. Ich denke, Pass ist eine ganz gute Karte, wobei es eigentlich auch lohnen würde, komplett Vollgas zu geben. Graveboard Hate hat er nicht gegen Golfs zum Beispiel. Dromukhas Command finde ich nicht unbedingt schlecht, aber das Sideboard ist gegen Absan eben nicht ganz so gut. Es ist halt auch generell ein schweres Matchup. Man sollte wahrscheinlich versuchen, einfach schneller zu sein. Naja, zum Absan-Sideboard kann ich viel mehr sagen. Das Sideboard rechts, was ich jetzt eingeblendet habe, ist nicht ganz identisch wie das, was ich an dem Tag gespielt habe, aber so würde ich es ungefähr im Moment spielen. Gegen Su board ich alles raus, was uns Lebenspunkte kostet. Also Swordseize, ganz wichtig raus, brauchen wir nicht. Ist zwar nett, irgendwas wegzunehmen, aber wir verlieren zwei Leben und nehmen Olli meistens dann 2, 3 oder 4 Schaden aus der Hand. Das lohnt sich nicht. Genauso würde man im Junt da Confidence zum Beispiel rausboarden oder hier jetzt noch Painful Truth. Das sind halt Karten, die rauskommen und alles. Sideboard-Liste stimmt nicht ganz. Ich habe zum Beispiel eine Damnation da drin. Das sollte eigentlich ein Language sein. Also wir haben da so ein bisschen Pseudo geproxt für das Spiel. Also alles rein, was Lebenspunkte bringt. In meinem Fall sind das halt sowas wie Kitchen Things sind sehr gut gegen Olli, weil sie zweimal blocken können, Lebenspunkte machen. Engineered Explosives ist nicht schlecht, wenn wir die für 1 in die Luft sprengen. Da seht ihr auch, was ich rausboarde. Unseren Unmaking Removal Spell, die Swordseize, beide Painful Truths. Ja, auf jeden Fall alles raus, was Leben kostet, alles rein, was Leben produziert. So, ich bin da noch, braucht da noch einen Moment zum Boarden, aber ich habe mal einen kleinen Schnitt gemacht, mittlerweile wurde geschaffelt, also das Boarden gegen Sudex ist relativ einfach mit Absan und Su, Absan und Junt. Ja, wir gehen auf 7, letztes Spiel war ich auch Mulligan auf 6, muss man dazu sagen. Okay, unsere Hand ist, wir haben 3 Länder, Golf, Liliana, Abrupt Decay, noch eine Liliana, völlig in Ordnung die Hand. Wir können die Lilianas einfach zum Opfern, Wegopfern benutzen, scheißegal. Olli opfert eine Kreatur, dann tritt er sie um. Das kauft uns Zeit, um zu gewinnen. Mit 2 Lilies, richtig, richtig geschmeidig. Haben halt leider keinen Eröffnungsspell à la Inquisition. Aber gut, wir boarden auch One-Drops raus. Passt. Naja, Olli öffnet das Spiel wie immer auf 17 Lebenspunkten. Das ist ja normal für sein Deck. Nächste Runde, Abrupt Decay oder Golf, muss ich gleich mal schauen. Wahrscheinlich, wenn der Friedhof so leer ist, lege ich keinen Golf, sondern halte mir das Abrupt Decay auf. Rancor. Okay, da haben wir das 3-1er-Ding. Gehe ich auf 17, mit dem Fetch gehe ich auf 16. Olli fetcht auch anscheinend, oder nicht? Ich suche mir auf jeden Fall den getappten Tempelgarten und Olli Basic Forest. Okay. Er hat da ein bisschen viele Länder auf der Hand und nimmt sich hier den Basic Forest. Also man muss natürlich, habt ihr ja im letzten Spiel gesehen, wenn ich einmal die Kurve kriege und er sich selber irgendwie gefühlt 8 Schaden durch seine Fetch- und Schockländer macht, dann kann das auch mal gefährlich werden. Aber es geht halt nicht anders, so muss man es spielen. Zweites Experiment One. Oh, wie gut wäre Maelstrom-Puls. So, jetzt lege ich wahrscheinlich den Basic Swamp daneben. Ich habe, glaube ich, eine Inquisition nachgezogen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Weil ich mir jetzt das DK aufhalten muss. Jetzt an dem Punkt, abrupt decayt man natürlich das Experiment 1 im Declare Attacks. Er kriegt zwar das Rancor zurück, aber kann halt in diesem Zug es nicht mehr ausspielen. Oder beziehungsweise nicht mehr ausspielen, um dass ich extra Schaden kriege. Also ist alles ganz entspannt. Und ja, ich kriege einen Schaden, Rancor wird wieder ausgespielt, entspannter Start für uns. Da ist ein Siege Rhino, das ist natürlich extra gut. Jetzt haben wir auch den Spot, nur eine Kreatur. Jetzt können wir, ich tippe mal, ich fetch tatsächlich wieder auf Basic Swamp, einfach um Lebenspunkte zu sparen, weil ich habe noch genug Länder auf der Hand. Muss ich mal schauen. Ja, dann, das sieht nach einer Liliana aus. Liliana minus 2, Olli opfert eine Kreatur. Ganz entspannt für uns. Oh, Liliana, auch einer meiner Lieblings-Planeswalker. So gut, so gut, so gut. So, Rancor geht zurück auf die Hand, das ist völlig okay. Und ja, wenn er jetzt keinen Eilebieter hat, wovon wir ausgehen, er muss ihn topdecken, überlebt die Liliana das sogar. Damit habe ich ja am Anfang noch nicht mal gerechnet, das hätte man ja auch so lassen können. So, schauen wir mal. Was hat der Olli für uns da parat? Mountain? Für 3? Das Deck hat was für 3 Mana? Ah, okay. Er hat auch Eile. Aber nur 2-1 Eile. Ich tippe, er greift Liliana an. Ja, okay. Da, guck, Liliana hat eine Kreatur getötet und hat uns 2 Lebenspunkte gemacht. Das war voll okay. Mehr soll sie gar nicht tun.
So, wir haben 4 Mana, wir können sowas machen wie Liliana, Inquisition und ja, ich eröffne auch mit der Inquisition, um es mal anzugucken, was Olli auf der Hand hat. Das ist halt wichtig, jetzt die Infos zu haben, dann kann man seine Karten ein bisschen besser wirtschaften. Okay, er Doppelpass to Exile plus Rancor. Ich nehme das Rancor, damit dieses endgültig weg ist. Und ja, Doppelpass, da muss ich mich später durchkämpfen, aber das ist halt für Olli keine Schadensquelle. Sprich, wir müssen jetzt nur noch aushalten. Ne? Wir können jetzt wieder fetchen, können durchaus auch für. Nee, auch für eins. Ich nehme Basic Plains. Und mach mir. Ah, ich mache erst die Lingering Souls. Das geht natürlich auch das Play. Man hätte auch die zweite Liliana spielen können, aber wenn Olli dann eine Kreatur topdeckt, mit Eile wieder, ist die Liliana auch weg. Schönes Play meinerseits. Fällt mir so im Nachhinein auf. Okay, wir haben Goyf, Siege Rhino, das sind dann die zwei Pass to Exile Targets. Und ja, an dem Punkt können wir dann weiterspielen. Es wird fleißig 1 zu 1 getauscht. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wir haben tatsächlich mehr oder weniger so 1 zu 1 getauscht, versucht das Spiel aufzuhalten, langsam, also das Spiel langsamer zu machen. Ist uns auch sehr gut gelungen. Ihr seht, Olli hat nicht mehr viele Karten und an dem Punkt, wo wir beide quasi im Top-Deck-Modus sind, gewinnt das Absandeck in der Regel. Weil die Karten halt vom Power-Level einfach viel, 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 viel höher sind. Schauen wir mal, wie sich das hier auswirkt. Gucken, was Olli hat. Ja, ein Rancor hat er nachgezogen. Guck, gut. Ah, nee. Hätte ich auch Liliana spielen können. Gut, das wusste man nicht. Aber ich block auf jeden Fall. Mit einem, dann wird zwar zwei, drei Schaden drüber trampeln, aber ich will die Kreaturen vom Board haben. Besonders, weil wir jetzt wissen, Olli hat Land, Doppelpass, Rancor auf der Hand. Und ja, er schockt sich, um den Path to Exile aufzuhalten. Was jetzt aber nicht mal unbedingt so nötig ist, glaube ich. Bei mir hat ja nichts Eile. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich mache. Man könnte Siege Rhino legen, den Golf legen, man könnte Golf plus Lili legen, Flashback Lingering Souls plus Golf. Ich öffne aber mit Liliana. Discard. Jetzt wird's trickig. Ich glaube, ich discarde mein Land und ich hoffe, also ich versuche Olli dazu zu bringen, Path to Exiles zu discarden, damit er meine Kreaturen nicht wegkriegt, weil die gewinnen ja dann im Alleingang. Besonders weil Olli höchstens 3 oder 4 passt, wenn er. Da ist der eine passt, das hat mich schon mal gefreut. Ich halte hier auch ganz wichtig für die Mind Games, habe ich eben, wenn man das so spielt, ich repräsentiere hier selber ganz klar einen Path to Exile. Ich greife nicht mit meinem Tier an, um halt sowas wie Eilebieter-Removal zu umspielen. Ist nicht ganz nötig, aber der eine Schadenspunkt ist bei dem Board echt egal. Da will ich lieber sicher spielen, weiter mit der Liliana discarden lassen. Besonders weil Olli jetzt nach und nach immer Karten aufs Feld legt, wird er den Path to Exile wahrscheinlich nicht benutzen und die Liliana snackt beide. Das wäre natürlich außerordentlich gut, weil Olli dann mit einem Path im Deck, wie gesagt, gegen den Golf und gegen den Rhino spielen muss und das ist halt echt nicht einfach für ihn. So, seht ihr, da ist auch der Swift Spear. Ach ja, wichtig ist, ich täusche natürlich den Path to Exile an. Ich habe ihn nicht auf der Hand, das wissen wir ja zu dem Punkt, aber Olli weiß das nicht. Und im O-Ton hört man auch noch, er mit so, ah, Path to Exile, Mana, Kacke, was soll ich machen? Ja, einfach weiterspielen. Manchmal kann man auch nicht um die Karten des Gegners drumherum spielen. Hier seht ihr, da frage ich ganz wichtig, greifst du Liliana oder mich an? Das ist auch so eine Sache. Ich bin mir auch nicht sicher, was Olli sagt. Ich glaube. Ja, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, was er sagt. Ich glaube, er hat Liliana genommen und ich habe geblockt, damit er sie nicht töten kann mit irgendwas. Path to Exile auf den Token. Ja, das funktioniert auch nicht. Naja, Lilly opfert jetzt. Ihr seht ja schon, die eine Lilly hat einen Path entfernt und den Swift Spear. Ist schon schmackig. Und der Golf wird noch gepasst. Wir haben noch ein Basic Forest im Deck. Das ist das letzte Basic. Das nehmen wir uns natürlich noch. Das gönnen wir uns natürlich noch. Haben wir uns schließlich hart verdient. Und wir wissen, ja, Golf ist weg. Siege Rhino wird unser Finisher für dieses Spiel. Also versuchen wir es als Finisher zu spielen. Wenn die Liliana das überlebt, wäre natürlich Bombe. Und wenn wir vorher noch den Pass aus Ollis Hand irgendwie rausgetrickst kriegen, wäre natürlich noch besser.
Aber schauen wir mal, wie sich das Spiel entwickelt. Zehn Lebenspunkten kann man arbeiten. Olli ist auf 14, denke ich mal. Und okay, Bolt mich redirect auf Lilly. Das ist akzeptabel. Und so, wir sind wieder in meinem Zug. Wir haben mittlerweile Doppelpass. Ich habe doch einen Pass also gezogen. Und boom. Schmeißt das Rhino jetzt tatsächlich rein. Aber Olli hat. Nee, Olli hat keinen Pass mehr. Wir haben es ja extra so gespielt. Hab ich ja eben alles richtig gesagt. Ein Golf hat den Pass genommen, einen haben wir discarden lassen und ja, seht ihr, er hat keine Remove mehr, das Rhino. Das Rhino gewinnt das. Genau so war das geplant. Komm schon. Ich weiß nicht, ist das unfair, wenn ich mich selber anfeuere in einem Video, obwohl ich das Spiel ja selber schon gespielt habe? Nein, das ist okay, oder? Nein, das ist okay. Dann Flashback Lingering Souls noch. Hatte ich auch noch im Friedhof. Gut, letzte Runde ist das Mana für das Rhino draufgegangen und jetzt sind wir stabil. Jetzt sind wir stabil, wir haben mittlerweile Doppelpass to Exile auf der Hand. Das ist okay. Wir haben noch einen Mainland in Play. Also, das ist gut. Außerdem hat unser Mainland Lifelink. 2-3 Lifelink. Hier ist Shambling Wend? Shambling Wend, ne? Das ist gut. Das ist gut. So, Olli. Digga, was machst du? Er gibt den Zug ab. Interessant. So. Ah, zweites Rhino. Ich wollte gerade sagen, Gavin die Township hätte ich auch genommen, aber zweites Rhino ist auch okay. Attack. Attack? Ja, auf jeden Fall. Attack für 6. Drain it. Oh, Lightning Helix. Ja, das heißt, alles bleibt gleich. Lightning Helix hat er also reingebordet. Interessant. Also, er kriegt 3, ich verliere 3. Naja, kein Lethal mit dem, kein Rhino-Kill. Schade. Aber auf einem Lebenspunkt. Goblin Guide greift an. Sieht Abrupt Decay. Pass to Exile. Einfach, weil wir es können. 2-0 für Absahn. Doppelpass. War fies. Was hat Olli noch auf der Hand? Land. Ah ja, und das Rancor. Naja, ja, das war es auf jeden Fall für dieses Real-Life-Gameplay. Es ging 2-0 an das Tier-1-Deck. Ist ein schweres Matchup für Su. Und ich denke, wir könnten Su halt nochmal in der Tamogolf-Version antreten lassen. Ich denke, ich werde im nächsten Real-Life-Gameplay-Cycle als Djant-Spieler antreten. Also, ich vertrete ja meistens Djant und Apsan im Tier-1-Bereich. Wir werden einen Spieler Control spielen lassen, so wie es aussieht. Und ja, beim Rest werden wir einfach mal schauen. Ja, lasst reichlich Kommentare da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.